herzlich willkommen in der Halle der Wissenschaft, dem Zuhause der größten Erfindungen in der Geschichte der Wissenschaft. Wie diese hier, das ist ein Schrumpfstrahler. Wow, ein Schrumpfstrahler. Damit könnte man alles von innen erforschen. Stell dir nur mal vor, was man damit alles machen kann. Ja. Hey, Donald, ist das nicht unglaublich interessant? Ja. Man könnte in einer Schneeflocke sein, die unendliche Weite eines Atoms erforschen, das Wunder der Moleküle bezeugen. Oder in einer Tasse schwimmen. Goofy, der Schrumpfstrahler, der funktioniert wirklich. Wow. Hey, Donald, wir sind hier unten. Oh, sieh uns an, das hat funktioniert. Wahnsinn. Ja, du hast recht, Goofy. Ich sag dir, das ist die wissenschaftliche Entdeckungsreise unseres Lebens. Na dann, worauf warten wir noch? Sieh mal, die Stimmbänder. Der Musikantenknochen. Kille, kille. Gucci, Gucci, go. Wo sind wir hier? Jetzt, Goofy, sind wir in Donalds Schädel. Schädel! 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 Was? Ihr sagt das? Donald, du wirst nicht glauben, was für unglaubliche Entdeckungen wir hier drin machen. So, ihr seid dafür verantwortlich. Nicht, Donald. Kein Grund, sauer zu werden. Oh nein! Gedankenblitze! Goofy, schnell da rein! Ich glaube, der Tüte ist tot, verständigt uns tätig. Volle Deckung! Treibbomben! Goofy, tauchen! Puh, ich sag dir was, Goofy. Lass uns sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Hier stimmt was nicht. Die Wirkung des Schrumpfstrahlers ist da. Unglaublich, Mickey und Goofy aus einem Ei geschlüpft. Das ist eine umwerfende wissenschaftliche Entdeckung. Den eierlegenden Donald muss ich dringend erforschen. Oh nein, das tut sich vergessen.